Was? Wie? Huch! Das Portal, das Sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City, die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nichts, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein. Tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausend Mal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Und? Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Oh, jetzt müssen wir das richtig machen, bis es klappt. Na, das wird ein Spaß. Ich glaube, ich überspringe die Dialoge, die kennen wir ja schon. Ah, ein Elefant im Raum. Hey, stopp! Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Ach so, immerhin. Danke, Spiel. Das ist nett von dir. Da. Hab sie. Zeiger. Eigentlich wollte ich dir, aber mir ja, ging ja. Auch, solange ich vor... Wenn du weniger redest, geht es ja auch schneller. Scherben. Kohlenzange. Ein loses Panel. Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Ja, aber Moment mal. Das gibt doch eine... Scherben geben doch eine super... Moment. Es ist noch nicht zu spät für Uni... Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Nicht doch. Kann ich denn damit jetzt... Warum dieses lose Panel? Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Nee, was will der denn eigentlich von mir? Ich hab doch keine Ahnung. Dafür brauche ich nur meine... Und? Mein... Der will mich aus der Zeit entfernen. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Und hier drinnen kann ich nicht ins Inventar. Moment, das ist neu. Nee. Nichts. Immer dasselbe. Und warum ist die Zeit nicht mehr am Laufen? Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Hab ich dich endlich! Naja, fast. Scheibenkleister! Hey, wer ist hier? Zimmerservice! Das kann ich überspringen, gut. Was machen wir nur mit all dem Kram? Eigentlich. Eine Kohlenzange ohne Kohlen. Eine Zeiger ohne Uhr. Ich dachte, wir bauen eine 4D-Brille aus den Scherben, aber. Das hat nicht geklappt. Ziegenmilch und Käse käme auf jeden Fall schon mal hin. Kann ich die jetzt nicht in den Timeport reinpacken? Nein, kann ich nicht.
Das sieht doch sehr nach 4D-Brille aus. Also da bin ich noch nicht blöd, oder? Kommt schon. Jetzt glitzert hier nicht nur so rum. Macht euren Job. Bringt Glück. Feta-Käse und so. Ich muss ihn durch die Zeit mitnehmen. Oder hier dahinter lassen, aber... Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Ich muss das alles irgendwie durch die Zeit... Ich muss muss das altern lassen. Aber wie? Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Kann ich raus? Nein. Aber jetzt sehen wir die Sequenz wenigstens mal richtig. Vielleicht muss ich der Milch ja noch einen Aluhut bauen. Cole hat mir erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Okay. Nochmal. Da. Hab sie. Dafür brauche ich nur... Und... Ich werde bestimmt nicht so... Wie kann ich denn jetzt? Was kann ich denn jetzt? Aber ich kann doch im Timeport nichts machen, Rufus. Ich will nur die Milch da reinstellen. Wozu hat man Nachbarn? Nein, ehrlich, wozu? Milch klauen kann man auch von Leuten, die weiter weg wohnen. Die Milch gefällig? Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Genozid. Deinen ersten guten Eindruck, ja, ja. Ich will meine zweite Genozid. Ach, wieso funktioniert das denn nicht? Ach, Mist. Nicht doch. Für die Brille. Ach komm. Gut, es ist nur eine Vase, das ist nicht durchsichtig. Na sowas, hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Ja, aber da muss doch die Milch rein. Hab ich dich endlich. Oh Gott, es tut mir so leid, dass ich so schlecht in diesem Spiel bin. Ich check's nicht. Ich check es einfach nicht. Ich mache jetzt das klassische Probier alles im Inventar mit allem aus. So, willkommen zurück. Moment, also ich habe jetzt gerade einmal einen Blick in die Komplettlösung geworfen, denn ich habe hier so ziemlich alles ausprobiert. Vielleicht habe ich das sogar rausgeschnitten, was ich alles ausprobiert habe. Alles habe ich ausprobiert und bin nicht drauf gekommen, wie man hier rauskommen soll. Und anscheinend gibt es eine Lösung. Und anscheinend habe ich die übersehen. Schauen wir mal. Ich dachte... Das Spiel mir sagt, dass ich hier drin nichts machen kann. Nichts wie weg hier. Denn es hat ja eine Wegfahrsperre. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Aber... Man kommt dann, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, wohl doch irgendwie hin, hier in so ein Menü rein. Was? Den Musikplayer? So ist das. Nichts wie weg hier. Ah. Eine Art Weg... Und da soll mal einer draufkommen. So. Interessant, der Musikplayer. Okay, ich weiß, was ich will. Für einen Song. Den da. Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es kriegt ein Portal. Wenn ich mich nicht irre, sind Schrottkraben. Aber erst noch ein bisschen Kühlung. Kadapper, 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 kadapper. Hey, das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Ja. Ach,
Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Okay, jetzt sind wir in der Vergangenheit. Das sieht doch schon interessant aus. Bobo Bär lernt Klavier. In meiner Vision musste ich auch eine Baby-Ghoul sitten. Aber die hat sich letztlich als Kuckucksei erwiesen. Diesmal wird mir das nicht passieren. Wir haben schon wieder einen Timer. Mist. Agutu, Agutu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Na? Ja, schon gut, schon gut. Na, habe ich mein Zeug noch dabei. Ja, schon gut, schon gut. Du magst dein Buch. Ich hab's ja verstanden. Gut, ich weiß genau, was zu tun ist. Die Milch muss da rein. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check! Und außerdem muss der Fernseher. Hey, die Telebuddies! Ah! Das wäre meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Ghoul scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Oh, sehr gut. Bobo Berlan Klavier? Wie bestehst du? Du hast doch jetzt Stinky Winky. Ach, das gibt's doch nicht. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontrollrat so zum Mittag zu sich nimmt. Nein, die Zeit ist um. Na, spannend. Ein Apfel und eine Nachricht. Ich habe dir zur Abwechslung mal was Gesundes eingepackt. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Geschieht ihm recht. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Zu wenig Zucker. Ach, Mist. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Ach, ist das anstrengend. Hey! Oh, das ist echt anstrengend. Okay, hier müsste jetzt Feta-Käse drin sein. Eine Flasche voller Käse. Also das hat hier so seltsam gerochen. Den möchte ich haben. Und dann möchte ich die üblichen Dinge tun. Warte mal, warum habe ich die Kohlenzange eigentlich schon dabei? Ich habe die ja doppelt. Frech. Eigentlich? Okay. Ab ins Timeport. Aktivieren. Wegfahrsperre. Nochmal drauf. Ins Portal. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Zurück in die Vergangenheit. Loses Panel öffnen. Na sowas. Milch da reinstellen, damit sie Käse wird. Verderbliche Milch. Bobo Bär lernt Cello mitnehmen. Lesen. Ach nee, doch nicht. Ach, austauschen. Wo bin ich? Ah, da bin ich ja. Da, hinter dir. Ach, Kinder sind schon doof. Ja, jetzt lernt sie nämlich Cello statt Klavier. Weiß noch nicht, was das bringt, denn auf dem Klavier ist doch die Zeitmaschine gelandet.
Ich würde auch da gerne irgendwas Süßes reintun, damit Ulysses schlechte Zähne kriegt. Die tun mal den Lolli. Agugu, Agugu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Stinky Winky! Passt nicht. Das hat funktioniert, okay. Ab in die Lunchbox. Weiß noch nicht genau, wie sich das auswirkt, aber dass man das machen muss, war recht klar von der Nachricht her. Er wird es mir danken. Ach, haben wir wohl alles geschafft, denn die Zeit war noch nicht rum. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Aber ich doch nicht. Das Übliche. Helm. Raus. Durch den Gang, die Milch mitgenommen, eine den Flasche Käse voller abgeholt. So, und jetzt ist da tatsächlich ein Cello gestanden. Da kriegen wir einen Bogen her. Und was noch? Achso, der müsste doch jetzt hier irgendwie... Ah, Haftcreme und eine Brille. Meister Pfifflochs Dentalkleber. Das kommt mir alles verdächtig bekannt vor. War das etwa auch Teil meiner Vision? Nehme ich doch mal mit. Warum braucht er eine Brille? Cole hat mir nie erzählt, dass sie Brillenträgerin ist. Sie hätte als Kind nicht so viel vorm Fernseher rumsitzen dürfen. Oh, Goles Brille. Ah, die habe ich beim letzten Mal übersehen. Da habe ich hier nicht gesucht. Okay, Scherben bringen Glück. Ich meine natürlich, Scherben bringen eine 4D-Brille. Scheint totaler Nonsens zu sein. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich hier einer Sache auf der Spur bin. Ja, richtig. Ich muss die noch irgendwie durchsichtig machen. Das ist mir noch nicht ganz klar. Da. Hab sie. So, wir können uns jetzt hier eine Tachyonenarmbrust bauen, wenn ich mich nicht schwere. Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das ist doch nur Kauderwelsch. Wie Rokokokokotten oder Fußpflege. Tachyonenpfeil und Bogen. Uhrenzeiger als Munition? Ja, mal weniger reden, Rufus, und mehr machen. Ganz hinten im Gedankenfache klingelt da was. Nur die 4D-Brille hat noch nicht geklappt. Ach so. Das hab ich dich endlich. Als so würde sich eine zigtausendmal ausgeführte Handbewegung... Ja, zigtausendmal ausgeführt. Hey, wer? Zigtausendmal. Hey, ich hab gar keinen Timer. Oh, was ein Stress. Ah, jetzt habe ich einen Timer, natürlich. Eine Flak. Käse. Und die Uhr. Muss man sich aber auch echt beeilen hier. Oh, so nicht. Zu viel Escape gedrückt. Eigentlich. Scherben bringen Glück. Der Bogen ist auch noch ganz gut. Und jetzt kommt die Haftcreme auf die Scherben. Und das auf die Brille. Nicht was. Ja, rede du mal wann anders. Zwar, wenn wir nicht einen Timer haben. Ich will ja gerne euch allen zeigen, was Rufus so erzählt. Aber so wird es ja nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. In der Toilette, bestimmt. Ah, immer hey, doch. Ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotenzial, woher auch immer ich das weiß. Auf den Fäkalhumor von den Diponiermachern kann man sich immer verlassen. Kimmel, Korn und... Ha, wer sagt's denn? Jetzt etwa überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was? Auf welche Portale schieße ich genau? Achso.
Und wie schieße ich? Wie schieße ich denn? Ich weiß gar nicht, wie ich schieße. Hallo? Klicken oder was? Oh, das habe ich verpasst. Ah, tatsächlich, klicken. Ach, und ich muss nicht mehr davor sein. Okay, gut, gut, das ist dann machbar. Oder auch nicht. In dem Moment, wo ich das Spiel verstanden habe, versage ich. Na toll. So, abwarten, abwarten, ausweichen. So. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Ach so. Ach, das ist Goal aus der Zukunft. Ich verstehe. Die kurze Goal seilt sich da gerade ab. Jetzt aber nichts wie raus hier. Bevor die das Ding durchgeschnitten haben. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja auch überfällig. Schmerz. Ich glaube, ich werde Aber Rufus, nur noch ein Stückchen. Der Elefant ist abgelenkt. Gut so. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. Als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuvak eintreffen konnte. Du meinst, er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Ah! Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium. Genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel. Okay. Wenn es sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat das ist langsam. Taxi bestellt? Richtig kompliziert. Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell. Nein, warte noch. Huch,
Tja, Kuckuck, Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus! Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt! Nein! Stopp! Los, worauf wartest du? Hab dich! Cole! Ich fasse es einfach nicht! Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären! Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lasst den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich habe ich einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder! Lecker, Wundertüten! Wunni, 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 Wunder! Das dazu. Kommen wir also zu Plan B! Ja, Plan B! Ich weiß, worauf das hinausläuft, aber Plan wir B! Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Oh, wir waren so nah dran. Das führt uns zu Plan C. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay. Das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus, ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich trage einen Raketenrucksack unterm Mantel. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also, ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht.
Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ach, Cole, versteh es doch endlich! Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch! Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Cole, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen, nach Elysium reisen, einen praktischen Nutzen für Hutmode finden und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich, versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Cole. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja. Wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Xux. Ongo, Bongo, Schnux. Doppelschnux. Ich hatte nie Klobig. Die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Xux. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Ja, scheint so, als wär's das gewesen mit Deponia. Wie immer, und was ich schon vermutet hatte, kein Happy End. Aber immerhin ein Ende. Also, ich muss ja sagen, das Spiel hatte seine lustigen Stellen, aber insgesamt haben mir die ersten Teile besser gefallen.
Weil gerade hier kam das Rätseln während der ganzen Story ein bisschen zu kurz. Das war schon immer ein Problem von Deponia gegen Ende des Spiels. Aber hier wieder ganz besonders extrem. War so mein Gefühl. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass es euch als Zuschauer gefallen hat. Hoffentlich habt ihr nicht zu lange warten müssen auf die Folgen. Wart nicht zu verzweifelt davon. Wir können jetzt hier noch Omic Chronicle und den Ältesten im Bad betrachten. Noch ein... das ist Doc. Ist das Boso? Das ist doch nicht Boso. Ist das Boso? Warum ist hier Doc? Und wenn ich das recht verstehe, können wir hier die Geschwindigkeit regeln der Credits. Du möchte ich das denn? Oh. Liebes, wie diese ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wo von Haien und Aalen und Kraken, die tief unten am kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown umschifft all das Grauen. Vertrau mir, Schnucki. Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown durchschifft jedes Riff, wo aber tausende Schrecken hausen unter Wellen schauen. Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown, kannst auf mich bauen. Pimpi der Clown, hey! Ja. Oh ja, diese Musik, die mochte ich auch sehr. Die würde ich mir gerne runterladen oder aus dem Spiel rauskopieren. Die war klasse. Das war die, als sie diese Action-Szene ihr Fahrzeug gebaut haben. Und hier haben wir Steinzeit-Goal mit einem Säbelzahntiger. Und ein verstörter Rüsselmensch mit einem alten Rufus hinter einem Stein. Was passiert hier? Lotti? Haben sich Lotti und Toni versöhnt? Sieh an, so sieht also das Team aus. Da sehe ich doch Poki. Und dann war es das jetzt wirklich mit Deponia Doomsday. Das nächste Spiel wird es vermutlich erst im August geben. Aber wer weiß, vielleicht schiebe ich zwischendrin noch was ein. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen wie immer. Und diesmal auf Wiedersehen für längere Zeit. Tschüss.